So, liebe Leute, das letzte Auto für heute. Mal schauen, wie wir es heute hinbekommen. Wir räumen jetzt erstmal unser Inventar ein bisschen auf, weil da sind noch ganz, ganz viele Teile, die überhaupt nicht für uns so wichtig sind. Die nehmen wir nämlich jetzt erstmal raus, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Gut, wir haben Geld genug. Wir haben ja über 60.000 mittlerweile. Wir haben eine neue Kiste vor allen Dingen, aber mal. Oh, eine neue Auspuffanlage. Ist das ein Luftfilter? Ja, Airfilter, genau. Und Flammrohr. Nehmen wir mit. So, da ist noch eine weitere Kiste. Wir tauschen überhaupt erstmal alles raus, was knietennagelfest ist. Nicht knietennagelfest. So. Nochmal eine neue Kiste. Bremsscheibe inbelüftet. Eine Federung und einen Zylinderkopf. Cool. So, da unten ist doch eine. Ne, ist keine Kiste weiter. Erstmal aufräumen hier. So, wir heute irgendwas machen noch. Sind natürlich jetzt viele, viele Sachen noch abzugeben, weil mehrere Autos jetzt gerade unterwegs sind. Waren. Kann ich die nicht alle verkaufen jetzt gerade? Damit. So. Super. Hammer. Gut. Dann packen wir kurz eben das Auto hier vorne um. Das Kampagnenfahrzeug. Fahrzeug bewegen auf die zweite Hebebühne. Gucken wir mal nach, was wir so haben. Ob wir noch einen Auftrag haben. Wir haben. Das sind zwei Fahrzeuge. Einen kriegen wir noch. Einen kriegen wir noch rein, aber den zweiten nicht. Dafür fehlt mir der Platz und den kriegen wir jetzt auf Level 50. Wir sind jetzt Level 14. Apropos Level 14, wir haben ein neues Level, das heißt, wir können wieder Teile machen. Holen. Ne? Haben wir Flamme dann insgesamt noch überhaupt? So. Erstmal Reparaturerfolg. Dann haben wir ein Portier, viel Tiefenmesser. Okay. Reparatur 50%. Bauen wir ein. So, gut. Weiter geht's heute mit dem Karre hier. Da haben wir auch wieder ein bisschen was zu tun. Man hört erstmal einen Klopfer im Motorraum. Das kann natürlich mal wieder nur Kolben. Irgendwas mit Kolben sein. Klar. Macht am meisten Sinn. Nein. Aha. Ölfilter, Luftfilter. Motor läuft unruhig. Gangschaltung ist schwierig. Getriebe also. Und repariere einen Teil der Getriebe. Oh Gott, das ist natürlich wieder viel zu viel. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder über zwei Folgen gehen. So. Gut. Ja, wenn wir heute auf jeden Fall erstmal ein bisschen nur Getriebe, das Ding hier bauen. Es wird auch darauf hinauslaufen, dass es nur heute passt. Nur heute das Getriebe, die wahrscheinlich die Linksauge wird. Gut, werden wir mal anfangen, ein bisschen auszubauen. Ich habe mir jetzt natürlich bewusst erstmal Foto gemacht, damit wir heute anfangen können. Fangen wir an mit oben. Die Tür vorne links. Die ist kaputt. Weg damit. Tür vorne rechts ist kaputt. Also raus damit. Dann Kotflügel vorne rechts. Ja. Kotflügel vorne rechts. Stoßstange vorne. Warum wird das nicht sortiert? Aber gut. So, Stoßstange vorne weg. Scheinwerfer links. Ne, das ist rechts. Links. Scheinwerfer links. Kotflügel hinten rechts. Ja, hinten links ist das. Boah, ja, ich komme ein bisschen schnell mit den ganzen Dings. Aber ja. Kotflügel hinten rechts. Türscheibe vorne links. Ist schon raus. Die Türscheibe vorne rechts. Ebenfalls schon raus. Außenspiegel rechts. Türscheibe hinten links geht raus. Warte mal. Naja, gut, hinten links und hinten rechts geht einfach raus. Gut.
Dann haben wir zumindest das auch. Wenn wir nur Kotflügel hinten rechts. Vorne rechts, hinten rechts. Aha, also rechte Seite. Okay, gut. Dann haben wir das soweit auch erstmal. Dann geht's jetzt. Ajo. Sag bloß, jetzt ist das. Sag bloß, die Karre ist so schwer für das, für die Hebebühne. Er sagt ja 3200 Kilo. Pass mal auf, nicht, dass jetzt wer. Das jetzt aufhängt, meine Karre da aus. Nee, nee, passiert nichts. Ach, Glück gehabt. So. Obwohl, wir machen heute mal nur. Komm, wir machen heute nur. Ich habe ja angekündigt, wir machen heute nur Karosse. Wollte ich sagen. Heute machen wir nur Karosse. Das machen wir, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ist gut. Fangen wir an, die Teile zu bestellen. Eine Tür vorne. Warte mal. Karosserieteile. So. Bestellen wir. Es wird heute eine kurze Folge. Letzte Folge ist ja was länger gewesen. Heute wird es was kürzer. Und wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir den Rest. So. Die Tür. Warte mal, gucken wir gerade. Wie heißt das? Castor Earthquake. Castor Earthquake heißt die Karre. So. So, Castor Earthquake ist es. Die Tür vorne links. Tür vorne. Warte mal. Genau, Tür vorne links. Vorne. Bestellt. Tür vorne rechts. Kotflügel vorne rechts. Stoßstange vorne. Scheinwerfer links. Kotflügel hinten rechts. Türscheibe vorne links. Türscheibe vorne rechts. Außenspiegel rechts, Brauer. Türscheibe hinten links und hinten rechts. So. Fangen wir an, die Karosse wieder zusammenzubasteln. Darf ich jetzt nicht? Montage, doch, da ist es doch. Perfekt. So, kriege ich das Nummernschild wieder rein. So. 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 Aber das auch zusammen. So, da fehlt nur noch die Tür, die Seite. Supi. Das Auto hat wieder eine Karosserie, ist wieder zusammengebastelt. Das war jetzt unlackiert, das ist mir gerade wurscht, weil ich keine hab doch gar keine Lackiererei. Ich glaube, ich kann auch gar nichts zusammen lackieren. Deswegen ist es jetzt erstmal egal. So, gucken wir das alles mal an. Haben wir da. Ja, die Karosserie ist jetzt durch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich das Getriebe ausbauen. Wir müssen wahrscheinlich. Ja, Getriebe, klar, müssen wir ausbauen. Motor unruhig. Filter raus. Wahrscheinlich Anlasser durch. Machen wir heute noch die Filter. Komm, dann machen wir den Rest nebenbei. So, Fahrzeugspiegel.
Motor. Warte mal, was war die Karre runter? Wahrscheinlich müssen wir dann. So, Filter. Da hat die Montage verteilt. Warte mal. Oh ja, da sieht einiges am Argen aus. Hammerfilter. Gucken, weil der Rest noch ist. Da ist noch ein Filter. Aha. Das war das. Kraftstofffilter? Fragezeichen? Ja, Kraftstofffilter. Das heißt, wir müssen uns. Den Heck, als Heck. Das heißt, wir müssen unter das Auto, weil als Heck ist der Tank. Und da müssen wir dann rein, weil da muss der Kraftstofffilter raus. Glaube ich zumindest, oder? Ne, Kraftstoffpumpe war das, ne? Was hier hinten drin ist. Ja. Kraftstofffilter ist unten am Motor. Da ist noch ein. Ist der Ölfilter. So, jetzt muss ich suchen. Wo ist der Kraftstofffilter? Glaube ich. Anders so. Bin der Wette, dass es anders ist. Warte mal. Luftfilter, ne? War das, oder? Kraftstofffilter, Ölfilter. Ja, Luffy. Der Luffy muss noch runter. Der ist jetzt vorne natürlich drin. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo er ist. Da ist er. Den wollte ich haben. Der Luffy muss raus. Das sind zwei Teile, die ich jetzt weiß. Die ich jetzt auf Anhieb weiß. Wie gesagt, das Rest machen wir dann definitiv in der nächsten Folge. Ich vermute auch in der nächsten Aufnahmesession. Gut, dann haben wir die Filter raus. Die tauschen wir noch schnell und dann machen wir Feierabend heute. Luftfilter, Ölfilter, V8. So, Filter. Filter. Luffy. Luffy. Ölfilter. Warte mal, wollt ihr den speziellen? Irgendwas Spezielles? Krasch wieder. Ölfilter V8. So. Luffy, Kraftstofffilter brauchen wir noch. Ja. So, da machen wir schon die Filter noch raus. Und dann haben wir es für heute. So. Einmal Luffy. Luffy rein. Luftfilter Deckel drauf. Das sind zumindest die Teile, die ich jetzt schon mal bauen kann. Wie gesagt, ich vermute, dass da noch viel mit Getriebe zu tun haben. Also es wird mit Getriebe zu tun haben. So, Klammer rein. Moment. Ach, die Kamera schon drauf. Okay. Gut. Hätten wir sie alle? 1, 2, 3, 4. Ja. Dann hier unten noch den Shell, den Ölfilter müssen wir noch. Genau. Den Kraftstofffilter können wir von vorne ran machen. Dann müssen wir die Karre noch mal kurz aufpacken. So. Ne, anders weiß ich nicht, wer da kaputt ist. Wo haben wir denn? Hier. So, Ölfilter drin. Gucken wir jetzt mal drunter. Also anders ist es nicht. Das können wir schon mal sagen. Aber es hat noch ein paar Sachen zu tun. Gut. Liebe Leute, wir machen einen kleinen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's zumindest noch
Thema Getriebe, Motor. Also ich vermute, dass es viel Motor ist. Ich glaube, einfach Aufhängung war nicht drin, ne? Ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Bis zum morgigen Tag. Morgen 16 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt. Und ich freue mich, wenn ihr da einschalten würdet hier bei Let's Play Car Mechanic Simulator.